Jo liebe Leute, Theo hier. Heute begrüße ich euch recht herzlich zu einem erneuten Mario Odyssey Video und heute habe ich was richtig krasses vor, was wirklich nicht einfach war, und zwar das Tutorial, ohne den Frosch abzuschließen, Leute. Ihr wisst ja alle, das erste, was man kapert, ist der Frosch, um letztendlich die großen Sprünge dort zu schaffen, um letztendlich auf den großen Cap-Turm zu kommen. Aber ist das eventuell auch alles ohne den Frosch möglich? Die Frage klären wir heute. Ich habe es probiert, Leute. Dafür habe ich ein ganz neues Spiel angefangen, damit es auch unverfälscht einfach wie ein neues Spiel aussieht und auch ein neues Spiel ist. Und zwar, Leute, will ich noch ein kleines Gewinnspiel machen. Und zwar diese drei NES-Amiibos könnt ihr gewinnen, indem ihr abonniert und kommentiert unter diesem Video. Es gibt drei Gewinner, drei NES-Figuren. Das Ganze löse ich in einer Woche auf. Ich wünsche euch viel Glück, Leute. Und wir beginnen jetzt mal mit dem Spiel. Das Gute ist ja, dass man direkt im Cap Kingdom gespawnt wird direkt und dann direkt loslegen kann. Ihr seht es hier, wie ich den Weg dorthin gehe. Und da war ich schon im Inneren des Hutturms, Leute. Und ihr seht es hier, da sind die Frösche. Normalerweise wirft man jetzt Cappy drauf und kann dann direkt den Frosch kapern. Aber ihr seht schon, der erste Sprung ist gar kein Problem. Ich springe direkt hoch. Der zweite Sprung, Leute, da geht's los. Es ist unüberwindbar hoch. Ihr seht es. Ich habe erstmal gedacht, wie soll das gehen? Wie soll das funktionieren, Leute? Guck mal, wie hoch das ist. Also, selbst mit meinen ganzen Skillsprüngen, mit den Dive und alles, hat es nicht geklappt. Es ist wirklich extrem schwer und ich habe dort schon gedacht, das ist nicht klappt, Leute. Aber dann habe ich mich mal schlau gemacht und zwar im Internet gibt es schon mehrere Videos, wie sie es schaffen. Und es ist wirklich ein genau pixelgenauer Sprung, Leute. Und mit Abstand der schwerste Sprung hier in diesem kleinen Sprungrätsel. Und ich würde sogar noch sagen, der ist vielleicht ein Ticken schwerer als der unmögliche Sprung ohne das Elektroseil nach New Donk City. Ich denke, der hier ist noch einiges ein Ticken schwerer. Also ihr seht es hier, so muss man ihn machen. Eine Stampfattacke muss man ausführen, dann einen Cap-Wurf. Auf diese Cap springt man dann. Dann springt man an die Wand, wirft dort an der Wand nochmal Cappy, sozusagen. Dann macht ihr am höchsten Punkt einen Walljump nach hinten, schmeißt Cappy nochmal nach vorne und macht nochmal einen Dive, also einen Hechtsprung. Und wenn dann alles geklappt hat, pixelgenau, landet ihr oben und habt es geschafft, Leute. Es ist wirklich extrem schwer, ich habe dafür lange gebraucht. Aber als ich es dann geschafft habe, war ich einfach entsetzt, Leute. Also weil ich habe es tausendmal probiert gefühlt und dann, also die Aufnahme ging 20 Minuten. Ich habe es ungefähr 20 Minuten probiert, aber trotzdem habe ich mich gefreut. So, der Rest der Sprünge seht ihr hier, das ist alles dann nicht mehr so schwer. Kann man alles, kann eigentlich jeder von euch schaffen direkt. Also der zweite Sprung ist wirklich der allerschwerste und ja, Leute, damit ist es bestätigt, man kann es schaffen. Man kann, ohne den Frosch zu kapern, kann man dort hoch. Und jetzt ist die Frage, kann man Mario Odyssey, wie weit kann man Mario Odyssey durchspielen, ohne einen Gegner zu kapern? Und genau diese Frage will ich bald klären, und zwar will ich ein Special machen, ein Run mit dem guten Akata und dem Tedesh, wo wir mal gegeneinander ein Rennen machen und das alles ohne Kapern. Ja, Leute, wenn ihr darauf Bock habt, dann kommentiert mal mit Hashtag ich hab Bock. Also einfach Hashtag ich hab Bock in die Kommentare. Dann weiß ich Bescheid, dann mache ich sowas auf jeden Fall mit den anderen. Ich finde es auf jeden Fall krass, dass Nintendo das so gemacht hat, dass es Sachen gibt oder Sachen lösbar sind, auch ohne den eigentlichen Weg, den sie eingeschlagen haben wollen. Und das ist einer der Punkte, warum ich Mario Odyssey einfach liebe, Leute. Ich bin raus für heute, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.